Wir hatten massive Gegendemonstranten der Antifa, wo dank der Umsicht der Polizei auch ein verbotenes Einhandmesser beschlagnahmt wurde und die Person zum Einsatzfahrzeug geführt wurde. Ein harter Vorwurf, den weitere Zeugen bestätigen. Nur vor die Kamera wollen sie nicht, denn sie alle haben Angst vor diesem Mann. Er soll am 20. September bewaffnet zur Bettina von Arnim Oberschule in Reinickendorf gekommen sein. Dort hatte die AfD zum Dialog mit den Bürgern geladen. Nur unter massivem Polizeischutz konnte die Veranstaltung stattfinden. Wir würden Sie gerne mal was fragen, aber das Ganze gestaltet sich gerade etwas schwierig. Die Dialogbereitschaft ist offensichtlich nicht allzu groß. In der Berliner Morgenpost nennt sich der mutmaßliche Messermann Ali M. In der Bild Ali E. und in der Abendschau trat er als Ali ohne Nachnamen auf. In Wirklichkeit heißt er Eihard M., preist sich im Internet unter anderem als Schauspieler und Model an. Ab November, sagt er einer Zeitung, will er als Dozent an einer Sicherheitsakademie arbeiten. Außerdem fühle er sich verfolgt, seit er uns ein Videointerview gegeben hat. Der Islam, der ist friedlich. Da ist kein Krieg, da ist kein Terror, da ist gar nichts. Das sieht aber im Nahen Osten ganz anders aus. Nahen Osten. Kommen Sie mir jetzt nicht mit Nahen Osten. Sein Facebook-Profil zeigt Eihard kämpferisch in der Uniform der jordanischen Streitkräfte. Zu Weihnachten postete er in den vergangenen Jahren gerne mal eine Kalaschnikow-Wasserpfeife oder diesen laut Beschreibung wie eine Leiche eingewickelten Weihnachtsbaum. Ist das Christenhass? Unverhohlenen Antisemitismus verbreitete Eihard mit seinem Profilbild von 2014. Die Umrisse des Staates Israel gefüllt mit den Nationalfarben der Palästinenser. Die Realität blendet er scheinbar gerne aus. Achso, die Justiz ist keine staatliche Institution. Von meinen Augen nicht, nee. Okay, dann ist es was? Gar nichts. Dafür liebt Eihard laut seiner Facebook-Seite schnelle Autos, droht gerne mal damit zuzulangen, bis das Blut spritzt, oder teilt Interviews mit dem Rapper Blockmonster, verurteilt wegen Volksverhetzung. Warten wir mal ab, was aus dem mutmaßlichen Messerdelikt vor der Arnim-Schule wird. Wir bleiben dran.